Willkommen zu Let's Play FIFA 14 und dem 37. Part. Setzen wir das Ziel englische Meisterschaft mit Man U fort und spielen den 7. Spieltag der Premier League. Wir sind zu Gast beim Cardiff City FC. Ich spiele im Turniermodus, da ich im vergangenen Ende des vergangenen Partes im Trainermodus mit Manchester United nach meinem Wechsel von FC Chesterfield für die Champions League Qualifikation qualifiziert gewesen wäre. Wie es hier heißt, Champions Cup. Und da hat Manchester United die erste Chance. Und wie ihr seht, nehme ich die Partien wieder komplett auf. Die anderen Parts, die ich vorher gemacht habe, mit der Highlight-Zusammenschneiderei, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und deswegen jetzt wieder in voller Länge. Bei Rooney, rüber zu Nani. Der spielt. Und es war auch mein Wunsch, mit Manchester United zu spielen. Hat nichts damit zu tun, dass ich die ausgesucht habe, um die Gegner in Grund und Boden zu spielen, sondern weil ich Manchester United einfach mag. So wie ich schon der Bundesliga die FC Bayern mag, mag ich Manchester United von der Premier League. Ich finde es Old Trafford. Es war auch. Das hat mich auch zu Manchester United bewegt, ist Old Trafford. Das Theater der Träume. Weil man kann es auch umgangssprachlich, sprachlich Theater der Albträume nennen. Wenn man manchen Gegner fragt. So, Kagawa. Rain Rooney. Schöner Kopfball zum 2-0. Auch schöne Flanke vom aktuellen BVB-Spieler. Bei FIFA 14 spielte Shinji Kagawa noch für Man U. Also nicht wundern. Und vergleicht euch die Kommentare. Aber ich habe ja so viele. Ich kaum nachkommen im Lesen. Young. Schön. Nani. Zu Carrick. Nee, Rooney holt sich dabei. Kommt in Stolpern. Kagawa. Macht Linksdreher mit dem Ball. Steckt ihm wieder so eine tolle Flanke. Diesmal auf Carrick. Keeper kann ihn nicht ganz festhalten. Carrick versucht zu klären. Nachschuss. Bleibt in der gegnerischen Abwehr hängen. Der Ball landet im Außen, wir haben einen Wurf. Machen wir mit Wiedische schöner Seitenwechsel auf Young. Und brechen nach vorne. Kagawa. Aber schön. Uah. Den habe ich gut verzogen, wie wir gesehen haben. Oh nee. So ist mal energischer in die Zweikämpfe. Michael Carrick. Macht er das 3-0? Nein! Keeper und Alu verhindern es! Jawohl, schön! Aber kein Ballbesitz gewinnen. Aber diesmal Jones. Nani, Michael Carrick. Rüber zu Kagawa. Aber wo landet der Ball? Auf jeden Fall nicht am Ziel. Jetzt erstmal Halbzeit und Seitenwechsel. Alter 2 vom Gastgeber eröffnet. Campbell. Gunnarsson. Michael Carey. Und jetzt Feuer frei. Und endlich mal drinne. Außer Distanz. So heftig habe ich gar nicht abgezogen, dass der Ball wieder aus dem Tor rausrollt. Aber egal. Defensive steht weit hinten, sag ich mal. Dauert, bis ich zum Verteidigen komme. Valencia, was machst du? Die Gay hochholt einen Rund da und spielt ihn sicher zu Ferdinand Jones. Valencia. Nani, der kann jetzt mal ein paar Meter machen, bevor er am nächsten vom Außenverteidiger steht. Flanke zu Rooney, Kopfball! In die Arme des Keepers.
Eine Stunde gespielt, 3-0. Sind auch auf gutem Wege, die nächsten 3 Punkte einzufahren. Zum Ziel Premier League Sieg. Michael Carrick. Rain. Rooney! Und da ist der Keeper noch dran. Eckball. Ebenfalls von Rain Rooney auf Evra. Der kommt nicht zum Kopfball. Abgewehrt. Der Ball landet nicht im Aus. Rooney holt ihn sich. Und schießt in den Winkel. Und das 4-0 ist perfekt. So, 72. Minute war das. Und Cardiff darf wieder anstoßen. Michael Carey. Diesmal sehr schlecht aus der Distanz. Da habe ich echt zu viel gewollt. Evra. Ferdinand. Boah. Fataler Schnitzer. Musste ich machen. Wollte ich zwar nicht. Komm, den triffst du nicht. Ach man, passen doch mal auf, ihr Arschlöcher. Unnötige Scheiße. Hauptsache mal wieder keinen Part. Ohne Gegentor schaffen. Rechne. Abwehr haben wir. Bestehen aus Rentnergruppe oder was? Keine Reaktion. Null. Ich hab einfach nur geklotzt. So wie Tante am Freitag. Ich werde ja nicht fürs Klotze bezahlt. Und 5-1. Ist meine gerade schon noch zu Beginn des Let's Plays im Arsch. Bin aber auch selber schuld. War's das? Jo. 5-1 Sieg. Ekelhaft. Ne, nichts beenden. Aber wir sind ja. Stimmt, ich habe kein Turnier. Ist egal. So. 8. Spieltag. Manchester United gegen Crystal Palace FC. Was mal am 8. Spieltag zustande kriegen. Na, wir werden sie gleich sehen. Dunmore feuerfrei in Old Trafford. Und die Gäste haben Anstoß. Mary. Jedina. Schließe mal, so wie ich sie lese. Aber ich versuche es natürlich richtig auszusprechen. Carrie. Rooney. Nani. Per Steipers zu Rooney, der holt ihn direkt und schiebt 1:1:0. Und das Old Trafford beat. Wird aber auch die mal einen selben Jubel. Im Rain Rooney Style. Gabidon. Der Gabidon. Ward. Ferdinand geht nach außen und gewinnt den Ball für Man United. Dann geht Spitz schnell nach vorne. Hier. Rooney. Wieder zurück zu Valence. Ja. Rain Rooney.
schön vorbei. Und Hemmeler rein. Das Tor. 2-0. War echt geil gemacht. Ich bin zufrieden mit dir, Rain. Wie John Rain. Eiskalter Killer. Ich weiß schon, wie ist kein eiskalter Killer. Ist ein Western Star. Macht einen schlechten Lupfer, der Rain Rooney. Oh, bleibt dran. Der Keeper ist schneller. Michael Carrick. Oh, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Kagawa, schön. Oh, aufpassen. Keiner verantwortlich? Nee. Kagawa versucht jetzt. Komplett dran. Rück raus. Durch eine Top-Mannschaft im Menü eigentlich nicht passieren. Dass ich stumm und dürmlich spielen lasse. Und noch im eigenen Stadion. Und warum steht er ganz alleine? Noch nie was am Andeckung gehört? Wow, trifft er den Pfosten. Der Keeper war viel zu weit weg. Den hätte er niemals erreichen können. Hat die Schuhe Pech gehabt. Zweieinhalb Halbzeit. Zweite Halbzeit läuft. Eric Young. Kagawa. Oh nee. Fehlpass. Kann er sich den Ball zurückholen? Jawohl, schön. Ah, bleib dran. Komm. Nicht schießen. Ich wollte es noch verhindern. Aber hier schon auf mich. Die machen doch echt nur, was die wollen. So. Oh. Jawohl. Jetzt die Nacht bei euch auch so kalt. Minus 10 Grad haben wir gemeldet, Grit. Hier im Saarland. Oh, steht hier im Abseits. Kann man durchrollen lassen, damit das Spiel für uns weitergeht. Oh. Diese Partie zum Gehen, oder? Oh, ey. Ja, hat man gedacht, dass ich mit Manuel da so durchspaziere, wenn ich schon mit Jester viel so gut war, ne? Aber man muss die 38 Spiele erstmal spielen. Ja, ich mache einen Euro ins Rasenschwein. Wenn ich eins hätte. Aber guck bei eBay, wie ich hätte gedacht. Guck, Gombacher Doppelpass. Also ist VW Doppelpass, ne? Und jetzt volle Pulle! 3-0! Da ist es doch! Wenn das richtige Zuspiel kommt, dann klappt das auch. Ab und zu. Oh, da haben wir schon, sind wir schon wieder in der Nachspielzeit. Und 3-1. Nein, Ferdinand! Stopp! Oh, Uni, machen wir. Schaffen wir bisher bis. Außer Tore schieße.
Mal gegen den Ball arbeiten. 3-0. Endstand. Ist ein gutes Ergebnis. So. Oh. 9. Spieltag. So. Wir sind zu Gast bei 20 City. FC. Hier muss man nicht so viel rumdrücken wie im Manager-Modus. Und irgendwie gefällt mir der doch ganz gut, der da Turniermodus. Entschuldigung. Auf geht's ins Stadion. Anpfiff, Halbzeit 1. Und der Ball rollt. De Guzman. Kagawa, Wayne Rooney. Boah. In die Hände geköpft des Gastgeber-Keepers. Rooney weicht mal auf die Außen aus, holt dir den Ball. Zeig mal, dass du auch Zweikämpfe gewinnen kannst. So. Aber auch mal Ball besitzt sichern. Wie wär's denn damit, wenn du damit jetzt mal am besten anfängst? Warren Rooney, lauf! Schön Bein vorgestellt. Jawohl, so geht's doch. Michael Carrick! Da war der Keeper noch dran. Mit den Fingerspitzen kommt er dran. Eckball auf Young. Latte! Carrick! Da ist die Faust des Keepers. Vidic, den machen wir aber ganz ruhig und entspannt. Aber nicht so. Schlecht. Komm jetzt ran an den Ball. Nicht schießen. Jawohl. Der hat sich wenigstens abhalten lassen. Nicht wie vorhin. Shinji. Rain. Rudy. Latte und Pfosten verhindern die Führung für ManU. Aber wie lange kann Sven City den Powerdruck von... Ja. Wie lange kann 20 City den Powerdruck von ManU United standhalten? Da ist immer noch ein klasse Keeper. Ecke. Auf Young. Diesmal trifft er den Keeper statt die Latte. Aber im Optimum wäre es das Tor gewesen. So. Die ersten 5 Minuten der ersten Halbzeit laufen. Gelingt uns noch vorm Seitenwechsel die Führung. Wäre nicht schlecht. Würde nicht so bei mir die Spannung und der Druck steigen. Nachspielzeit 1 Minute. De Guzman. Ich wollte jetzt auch nicht an, dass die in Führung gehen. So, Carrick. Zorn zieht durch. Ah, Manu. Das Tor wird nichts in der ersten Halbzeit mit dem Tor. Ich denke, der pfeift jetzt ab. Jo. Da muss deutlich jetzt mehr kommen in der Halbzeit 2. Aber die Chancen waren ja da. Aber ich habe auch einen guten Keeper als Gegner. Muss man dazu fairen. Wo spielst du jetzt hin? Da spielt kein Idiot dahin. Ja, ich kenne jetzt ein bisschen ungemütlich. Ist aber normal bei mir. Wenn es nicht läuft. Idiot, Zweikampfsieger. Jetzt ab nach vorne. So. Schön stehen gelassen. Führt eine Einzelaktion zum 1:0. Nein, das ist schon wieder der Keeper. Ein dreckiges Tor. Oh, köpft er drüber. Seht ihr, das meinte ich in der ersten Partie. Diese Emotionen konnte ich in den zusammengeschnitten gar nicht rüberbringen. Deswegen gefällt mir das hier viel besser.
Oh. Jetzt kommen die Eimer da vorne! Alle klatschen, Noah! So schießt man Tore! Hier kommen wir doch nicht mal uns am Keeper vorbei! Schwach ist das! Entschuldigung. Sau schwach! Aber wir müssen da austauschen! Alle vier? Oder gleich die Viererkette streiche? Macht doch eh keiner was! Und? Wofür soll ich mich jetzt reue? Lass mal wieder ewig in der Arsch trete! Asche, auf Dauer kein Bock! Bin ewig in den Kassier! Stell mal neue Rekorde auf! Meister mit den meisten Gegentoren! Ist doch geil! Geht mir in der Flöte! Ein bisschen will ich den jetzt die Welt weghauen! Kann nicht Sinn! Ich mach die ganze Zeit das Spiel! Kommen die Idioten einfach mal nach vorne und hauen einmal drauf! Sofort drinne! Das hasse ich an FIFA! In der Realität geht das doch nicht! Kannst du jetzt deinem Abwehrmann voll mal in die Fresse hauen, wenn der so spielt? Dass er mal merkt, dass der Scheiße baut! Geh jetzt den ganzen Part so! Hab ich keinen Bock drauf! Jetzt sollte man Chester wie bleiben! Die waren in der Defensive deutlich besser! Das ist Manchester United! Kein Wunder, dass sie kein Meister mehr werden! Drei ins Punkt! Für was soll ich mich freuen? Ist scheiße! Als ich da hingewechselt bin, hätte ich das nicht erwartet. Nein. Absolut nicht. 3-1. Fertig. Ich kann mich nicht freuen darüber. Wegen so einer Scheiß. Jetzt kommt auch noch Chelsea. Die machen mich platt. Zehnter Spieltag. Tut mir echt leid, dass ihr mich von so einer Seite kennenlernt. Aber ich hab doch auch recht. Aber ich habe jetzt heute Partie gegen Chelsea mal aufgeräumt. Alles oder nix. So kann's nicht weitergehen. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass jetzt meine erste Niederlage kommt. Chelsea ist fantastisch. Erstes Topspiel in diesem Part. Man U gegen Chelsea im Old Trafford. Feuer frei. Samuel Eto'o. Also noch Namen, mit dem man die Zunge schnalzen kann. Ja, ich fange ja schon an, mich dämlich zu spielen. So, Ryan Giggs. Habe ich auf rechts gestellt für Nani. Flanke? Ach ja, Flanke. Meinte natürlich Lupfer. Da. Lässt sich. Ich weiß, du darfst hier niemand berühren, gibt sofort Foul. Oder spielt Freistoß. De Gea.
Wayne Rooney hat den Ball. Spielt auf rechts zu Ryan Giggs. Flanke, Carrick! Scheitert an Cech. Spiel zu Valencia. Schuss und Tor! ManU führt! Wir führen! Alle merken jetzt, dass es dir noch eine Karte geht. Da schon keinen Namen halt macht. Hätte nichts dagegen, wenn der Müller morgen auf der Bank sitzt gegen Schalke. Carrick. Das ist groß, dass er sich mal abkühlt. Das sage ich als Bayern-Fan. Scheiße nicht mehr, wenn ein Team so arrogant und. Nee. Die sind mit der Einstellung um Freitag in das Spiel gegangen. Wir haben die Partie eh schon gewonnen. Und zack, nix da. Wolfsburg hat es dann gezeigt, wie viel sie gewonnen haben. Chelsea hat jetzt hier schon das 2-0 zu kriegen. Wer schleift ja morgen zu mit Schalke? Aha. Schalke spielen. Erinnert sich Jürgen Klinsmann wahrscheinlich nicht so gerne dran, ne? Was ich hier im Turniermodus kacke finde, ich kann nicht die Schützen auswählen. Also muss ich alles schlucken, was der Computer hier mir vorgibt. Weil ich mit Ray, Rooney, einem Stürmer Ecke schießen muss. Ich würde lieber mit Kicks schießen oder mit. Wer ist auch links Kagawa? So, Valencia. Rafael. Oh, Giggs, Fehlpass. Valencia. Aber trotzdem bleiben wir am Ballbesitz. Das ist schon mal positiv. Und negativ ist, dass der Schuss von Rudi schwach war. Bis jetzt Halbzeit sind? Nee. Doch. Schiri weiß einfach nicht, wann er abpfeifen soll. Die Pfeife. Valencia, Giggs, Rainuni, Carrick, Kagawa. Beide aussteigen lassen, geil! Carrick, Köpf schön rein! Tor! Ach, da ist man jetzt wieder gut. Wenn ich jetzt 2-0 geführt hätte, okay. Da hätten wir wahrscheinlich das Gegentor wahrscheinlich nichts ausgemacht. Aber natürlich hätten wir was ausgemacht, ich bin Torwart. Und ich habe nicht schlecht gegen gespielt. Ich war gut. Wenn die das Tor zum später Zeitpunkt gemacht hätten, wäre ich auch nicht so ausgeflippt. Also bin ich nun mal. Wenn wir hier kragen, Platz da. Weil wenn ich noch sehe, wie die da rumstochern da hinten. Oder wie eben da, wo der Torwart den Torabstoß oder Abschlag gespielt hat. Warum stellt er sich vor den Stürmer und lässt den Kopfball über den Hinterschädel rutschen? Da könnte ich jedes Mal kotzen. Ecke. Auf Andersen! Er bedankt sich noch nicht für die Chance. Evra. Andersen. Kagawa. Rain! Rooney! Oh, was ein Schuss! Bist du Rain Rooney? Komm jetzt nicht, nein, Manuel Neuer. Die sind mal echt doof gemacht worden, die Coke Zero Werbung, oder? Ja, ich bin Bayern-Fan, aber trotzdem, meine neue in meiner Bude? Nee, möchte ich nicht haben.
Auch wenn sie gut aktiver ist, okay. Aber sie doch übertrieb. 4-0! Gegen Oliver Kahn hätte ich natürlich nichts zu einzuwenden, ja. Ich gucke Sio Nukle. Und der Oliver Kahn taucht auf meiner Couch auf. Ich bin Oliver Kahn treu, auch wenn der Neue noch so gut pariert. Ich bin nicht der, der direkt umfällt. Jawohl! Was macht denn Patrick Schächter? Er steht zu weit rechts und kassiert das 5-0. Er hat auch eine super Reaktion. Bin ich zufrieden. Jetzt nicht böse zu sagen. Weil es ein gutes Spiel von mir war. Und ich meine Chancen endlich mal genutzt habe. Und ich hatte Angst, ich kassiere meine erste Niederlage. Also geht das. Aufstehen und weitermachen, wenn man am Boden liegt. So. Oh. 11. Spieltag. Der FC Fulham ist zu Gast. Was sagt uns was zu FC Fulham, ne? Frag mal Felix Macker danach. Aber was ich zum Schutz nehmen muss, die Premier League ist doch vom Spielgefühl anderes Kaliber. Als die Ligen 2 bis 4. Das motiviert mich ja auch ein bisschen. Da kommt der Keeper noch dran. Ecke. Gaba kommt nicht durch zum Kopfball. Komm, zieh nach innen. Hol dir den Ball. Jawohl, schön. Das war Einsatz. Hat sich auch der Wechsel auf dieser Position bezahlt gemacht. Hat er gut gemacht. Oh, jetzt muss ich niesen. Entschuldigung. Das ist halt Live-Kommentar. Rein Uni holt sich den Ball. Und dann kommt gleich noch einer. Also, ja gut, bei uns auf der Abend ist die Klimaanlage ausgefallen. Ziemlich kalt heute Morgen. Jeder ohne in der Werkstatt angerufen, ist mir kalt. Und jetzt läuft es vorher erstmal eiskalt in Gockel runter. Denn wir haben das 1-0 zum Fressen gekriegt. 28 Minuten. Nein, ich habe mich anscheinend erholt. Oh, es geht mal die Nase zu. Ich bin krank oder was? Nicht schon wieder. Es hat mir gelangt, dass ich an Weihnachten, von Weihnachten bis Neujahrstag im Bett liegen musste. Wow. Gut so. Carrick. Rand Uni. Bist du ja klar. Wo flankt der hin? Valencia. Hey! Uni! Durch die Arme des Keepers. Keeper war noch dran, aber bringt gar nichts. Drin ist drin. Muss ich auch schon zweimal in diesem Part. Bei 2-0.
Sauber. Das funktioniert jetzt auch beim Ray im Zweikampf. Ich habe auch keine Probleme, den auszutauschen. Woody, Valencia, Giggs, Carrick. Michael Carrick! Der war gut! Warum war der denn in der Hand? Stell dir mal vor, der wäre ins Ausgelaufen. Peinlichste Ecke ever. Jetzt schön nach vorne. Ja, ja, ja. Oh, das ist der Keeper schneller. Ah, jetzt holst du in die Hand. Du weißt auch nicht, was du willst, gell? Jetzt hoch zu Kopal. Oh, der hat mich weggeschubst. Schiri. Hey. Voll sauber. Und jetzt gleich nachsetzen. Ha, so macht man das. So löse ich die Probleme. Anders. Gehen wir mal. Anders. Kagaba. Anders versucht's. War ein strammer Schuss, hat aber zu wenig Spin gehabt. Leck. Nach der Verdieke schwer war die Schnauzen. Ich meine natürlich die Nase. Hallo, da kommt jemand auf mein Tor. Und keine Reaktion. Was willst du denn, du? Doch kein Elfmeter! Jawohl, schön gehalten. Der war doch außerhalb. Du Spast. Schiri, wenn du mir über den Weg läufst. Ich hau dir eins in die Fresse! Das war nie und immer 11 Meter! Aber egal, hat keine Folgen. Ich habe bis jetzt 10 Elfmeter, glaube ich, gehalten, die ich gegen mich gekriegt habe. Ha! Ich war auch ein 11 Meter Killer. Eins wie Alio Kahn, 3 Stück gehalten. Jetzt Feuer! Oh, wieso verliert ihr jetzt den Ballbesitz? Da wollte doch der Schiedsrichter den tatsächlichen Tor schenken. Hier kann ich besser Elfmeter halten wie in FIFA 15. Der Keeper bewegt sich ja gar nicht. Also langsam habe ich den Dreh raus, wie das dort geht. Oh, 2-0 ist auch nicht sofort, ne? Sieg ist Sieg. Ob es 5 oder 2-0. 3 Punkte sind fix. Wollen wir gerne zum nächsten Spieltag gehen? Die Nummer 12. Wir sind bei den Tottenham Hotspurs zu Gast. So, oh, das sieht nach einem Premier League Stadion aus. Kennst du nur nach 15 Stadion? Heißen das bei den Spurs? Keine Ahnung. Kagawa. Woody. Oh, scheitert am Keeper. Da hat doch mal Raphael Panterfang gespielt, bevor er zum Marassau kam. Daher kenne ich die. Roque Santa Cruz hatte auch mal, glaube ich, gespielt. War ganz früher, oder? So nach dem FC Bayern. Jawohl, schön. Spielt er eigentlich noch? Ach, ich habe auch irgendwie nichts gelesen, dass er seine Karriere
beendet haben soll. Na gut, ich war nachher. Dann sage ich euch, wie ich es weiß. Wenn es euch interessiert, will ich Ohren zu im Fußballverkehr. Giggs, Carrick, Anderson, Kakawa Carrick, jawohl, der Ball läuft schön und flüssig, der geht jetzt mal an den Kopf, Anderson, boah nee, so, Giggs. Oh, es läuft schon wieder auf 0-0 raus. Wir wissen, wie das letzte Mal geendet ist. Boah. So, mal Ballbesitz gehalten. Das ist gut. Ray. Rudy. Er zwingt das 1-0. Hat Zeit gehabt. Jubelt doch mal anders. EA wird ja noch mehr zum Jubel gegeben haben als dieser Rutscher. Man macht doch die Grätsche, wenn ich die Fernbedienung schüttel. Jubel jetzt so, schon spreche ich dir noch die Fies, du Wichser. Kein Problem, tauscht den Keeper auch aus, wenn er nicht auf seinem Posten stehen bleiben kann. Hätte er denn gedreht, dass er gewackelt hat? Na, ja, was bringt euch das 1-1? Gar nichts. Fickt euch. Wenn du mein Spieler wärst, wäre sofort dein Vertrag aufgelöst. Und jetzt Wechselverbot. Dass ihr Spieler mal wieder Disziplin kriegt. Ey, die halt so viel Freiräume. Die öffnen ja alles. Die werden ja sogar noch belohnt dafür, dass sie versagen. Ey, Alter! Es hört irgendwo auf! Es ist ja peinlich bis in die Haarspitzen! Ich krieg den Elfmeter oder was? Scheiß auf die Eier! Weiter geht's! Drin! 3-2! Jetzt reicht stell mal den Arsch auf! Kann ja irgendwo nicht sein hier! Im nächsten Spiel kündige ich schon an, habe ich einen neuen Keeper. Im Tor. Es kotzt mich einfach nur an, wenn Menüspiel. Defensive Note 6. Ganz klipp und klar. Frei gegen Tor hatte ich schon lange nicht mehr. Muss man auch erstmal schaffen. Die hat doch nicht verdient, Manchester United zu heißen. Was hat das hier für eine Mannschaft? Du hast doch gar nichts da mehr. Die laufen nur hinterher, guckt euch das an! Keine Zweikämpfe! Wo habt ihr Fußballspielen gelernt? Das was aber auch nichts mehr machen kann!
Man muss sich einfach dem fügen, was hier in FIFA 14 passiert. Das kotzt mich hier an. Fußballsimulation vom Feind. Hol den bloß in die Hand. Hier trete ich jetzt noch ein bisschen in den Arsch. Das ist bei denen. Wo haben wir das dann? Wie ich schon kein Ersatzkeeper. Gibt hier immer Dollar. Boah, was habe ich mir nur ausgesucht? Das letzte Mal. Wie überfuchst ich mich mit Chelsea? Oder Arsenal? Mit euch habe ich das letzte Mal gespielt. Die 38 Spiele ziehe ich noch durch mit dem restlichen. Was das? Sie haben mich nicht verliebt. Ich kann ein Arschloch werden, wenn er mich dazu macht. Ich bin ein richtig friedvoller Mensch. Aber irgendwann ist auch bei mir Zappenduster. Und der Moment ist jetzt. Ein nicht zufriedenes 6:2. Richtig ekelhaft. Oh, die Unglückszahl 13. Newcastle kommt. Ich habe mal wieder ein bisschen in der Mannschaft umgestellt. Ich habe ja gesagt, ich nehme auf den Namen keine Rücksicht. Mit frisch geputzter Nase und neuem Torwart geht's jetzt. Die Partie zum 13. Spieltag. Wie gesagt, Newcastle United kommt in den. Wer ist? Old Trafford. So. Und Anpfiff. Carroll. Tooney. Fletcher. Giggs. Carroll. Lass uns mal die spielen, die noch eine Zatze sind. Rain. Rudi! Da wird zwei Spieler angehalten. Wahrscheinlich alle zwei Spieler mal sowas machen. Weiß ja nicht, was die geplant haben. Torabschuss Newcastle. Der Ball kommt. Dort, wo er hinkommen soll. Sisi steht komplett frei. Niemand dafür verantwortlich. Arm in die Fresse. Geht noch gerade in ihn zurück. Diesen Abschluss. Und ich gebe doch ab, wenn ich es dir befehle. Geht's. Flankt da gut zu Uni. Kann's nicht nutzen. Ecke. Ach, Multitasking mit Uni. Oh, gut. Komm, renn damit! Rein. Geht's. So, Ballbesitz gesichert und jetzt Feuer. Tor 1-0. Ben Arfa. Schön. Carrick. Lässt er ihn stehen. Nein. Ach ja. Funktioniert halt nicht alles. Rain.
Rudy! Boah, schlecht. Sau schlecht. Kotzt mich das an. Also muss ich noch weiteres im Spiel ertragen. Was wird mich das zweit? Ich habe eben einen reingekriegt. Sag's ja. Stell mal einen Rekord auf. Meister mit den meisten Gegner. Auch einmal ein Arschloch sein! Ich hab keine anderen Verteidiger mehr! Da ist auch keiner verantwortlich dafür! Nein! Die wissen nicht, was eine Zuordnung ist! Hat EA ihnen nicht beigebracht! Kannst du auch nicht machen! Mann, Deko gibt's hier nicht! Für Wii-Nutzer gibt's das nicht. Irgendwann ist auch noch Feierabend. Schon kein Bock mehr. Und so spiele ich auch. Bevor, wenn das da vorbei ist. Wirklich nicht. Ich hab's in jedem Spiel eine neue Hoffnung. Wird mir jedes Mal genommen. Was will ich da machen? Ja, ich bin kurz davor zu flennen. Muss man leben. Ich hab Let's Play FIFA 12 gemacht. Let's Play FIFA 13. Kein einziges Gegentor. Und hier kriege ich einfach die Butter voll! Kann doch irgendwo nicht sein! Schau doch nicht Idiot auf der Stirn stehen! Oder Scheunenfest! Vor wem verneigsten du dich? Lass das ja schön sein. Ihr habt absolut nicht verdient, von mir gespielt zu werden. Wenn ich nicht im letzten Part schon damit angefangen hätte, ich würde es neu machen. Mit Chelsea oder Arsenal. Irgendwo habe ich auch meinen Stolz. Was war das jetzt? Ist das da ernst? Nur weil du Michael Carrick heißt, möchte ich mal auch von deinem Namen halt. Wir lehnen euch, mit dem ihr euch anlegt. Chesterfield war wesentlich besser. Es wäre besser gewesen, dort zu bleiben. Aber ich kann es nicht mehr ändern. Ich hatte mir von Manchester United mehr versprochen. Klar, ich ziehe die Gegner ab, kein Problem. Aber es ist mit der Defensive. Gibt's hier nicht. Das ist mein Problem. Jeder gibt's keine Zuordnung. Ganz kurz machen. Und
Wirklichkeit hättest du noch die Möglichkeit, den Marischisch in den Arsch zu treten. Alle vier Verteidiger. Dem Sinne 8, wo ich schon eingesetzt habe. Ja, die viel. So, nächstes Spiel. 14. So. Aston Villa kommt. Spielt doch. Spielt oder hat doch auch mal ein deutscher Nationalspieler gespielt? Keine Ahnung. Aber irgendwas sagt das mir. War das nicht Per Mertesacker? Nee, Thomas Hitzesberger, oder? Kein. Waren gleich alle durch. Dann mal rein ins Old Trafford. Und am Pfiff die Gäste beginnen. Bury, Westbrook. Sehr gut. Aber wieder Ball verloren. Greift der vorbei? Was ist denn das hier? Torhüter? Mensch, spiel doch ab, wenn ich das befehle. Bittner. Smelling. Schlechter Schuss von mir. Warum läufst du weiter? Ich drück gar nicht den Kontrollstick. So. Evans. Giggs. Fletcher. Reid. Rooney. Anderson, Kopfball auf den Keeper. Ryan Giggs zu Fletcher. Dreht sich um und schießt. Im Gegner an der Kopf. Neuer Spielaufbau über Anderson. Kagawa. Wayne Rooney. Wird geplockt vom Verteidiger von Aston Villa. Fletcher. Wird umgestoßen. Ryan Giggs zu Carrick. Anderson. Shinji Kagawa. Uah, warum schießen der nicht? Ewig ja nicht schießen gesollt hat, hat er geschossen. Rain Rooney. Kommt noch was in der Nachspielzeit. Kagawa. Da ist das 1-0! Die Führung! Jawohl! Kann ich auch lang genug dafür gekämpft. So, die Partie wird fortgesetzt, aber nicht für lange, denn dann ist Halbzeit. Kommt noch das 2-0 Feuer! Jo! Diesmal ist der Torschütze Michael Carey. Und das war's für die erste Halbzeit. Halbzeit 2. Versuchen wir uns hier rechts. Zentrum. Ah, One Touch. Wird von Kagawa beendet. War aber von mir zu gewollt. Flat Share. Scheitert am Keeper. Was hat denn der für zugenommen? Oh, schließlich gehst halt nicht ab. Was bin ich hier? Abgefälscht! Vorlage! Vom Gegner! Konnte es aber nicht nutzen. So, aufpassen. Rückraum. Jawohl, Anderson. Schön aufgepasst. Aber schlechter Pass. Mach ich es über Fletcher. Kagawa. Hoher Ball auf Uni. Dreh ich rum und schieß! Schlecht. War der ja nicht.
Hätte ein bisschen mehr Pfiff gebraucht. Los, hoch! Nachsetzen! Raphael, hilf! Jawohl. Andersen. Spielt doch ab, wenn ich auf A drücke. Achtung. Aus der Distanz habe ich auch nichts anderes bei der Schusskraft erwartet. So, dann Michael Carey. Vorsicht, Rückraum. Aber da kann er ja gerne hinschießen. Habe ich nichts dagegen. Kagawa rettet noch den Ball. Fletcher. Andersen. Oh, utsch. Das ging aber voll ins Gehör. Hab eine Nachricht bei Facebook gedrückt. Ich höre das durch mein Headset. Es tat weh in den Ohren. Wer das Arsch war, der kriegt sie gleich. Im Nachfassen sicher gehalten. Nach dem Abschlag ist Schluss. Ja, und die neue steht. Ach, die Wii Remote freut's. Hat man vielleicht der Live-Aufnahme gehört. So. Next. Spieltag 14. So. Bei Norwich City. Ja, noch 6 Spiele. Haben wir den Part geschafft. Wir sind noch so 1,5. Da haben wir England. Können wir rüber nach Frankreich gehen. Aber vorher gucken wir uns die ganzen Trophäe an, die ich gewonnen habe. Vorher spielen wir hier mal den 15. Spieltag. Norwich City eröffnet die Partie. Was? Richtig. Wie mein Chef? Wolfsiffer. Ich hab nur Wolfsie gelesen. Achtung. Jawohl, schönen Trufgang. Jawohl. Schöne Ballannahme. Rain. Rooney mit links. In den rechten Winkel. Das 1:0 ist dabei. Guter Start in die Partie. Diesmal hat es ja nicht so lange gedauert. Rain Rooney. Lupfer. Aber der Keeper lässt sich nicht verladen. Im Gegensatz zu meinen. Weil den irgendeine Wespe gestochen hat. Rooney. Ja, ich bin Nachtrag. Kagawa. Flanke, Kopf war Rooney in die Hände des Keepers. War also ungefährliche Situation. Fletcher, Hochzug. Komm. Jawohl. Schön und kompromisslos. Dass sie mal wissen, mit wem sie es zu tun hat. Rooney! Jawoll! Wieder zappelt's im rechten Winkel. Und wieder ist Rain Rooney, der Torschütze. Genau auf die 29. Minute.
Carrick. Das sah nach Abseits aus, aber es war kein. Zu weit den Ball vorgelegt. Lupfer! Da ist der Keeper geschlagen und 3:0. Wayne Rooney mit lupenrein im Hattrick. Mescher sucht mit dem Lupfer gescheitert. Aber da der Keeper den Ball hinter sich hat prallen lassen, war das Tor nur Forbes. Ein bisschen aufpassen, das ist dein Territorium. Carrick, jawohl. Machen wir jetzt noch das 4:0 durch Carrick? Nein. Solange der Keeper den Ball nicht in die Hand hat, ist er angreifbar. Und eine Halbzeit. Er lief zu lange gerade aus. Zeit, Zeit, zwei. Vielleicht schon. Gibt's. Carrick. Oh, ich hab grad was im Hals. Kann sein, dass ich Husten. Massenhusten liegt. Aber kein Hustenwürfel. Anderson. Fletcher. Michael Carrick. Rain. Rooney. Schlecht. Anderson! Oh. Wer steht da? Mann, das gibt's doch nicht. So blöd, fast tot zu treffen. Fletcher! Jetzt ist es aber passiert. Da konnten sie jetzt nichts mehr machen. Der Keeper, war der Keeper zu schnell nach vorne gebasht. Wie nennt man das? Ah, mir fällt es gerade ein. Oh, geprescht. Prescht. Egal, dann spielen wir weiter. Es sind noch 8 Minuten. Die schnell zügig verlaufen. Ich scheine mich stabilisiert zu haben. Oder auch nicht. Hör auf zu jubeln oder sprecht ihr die Beine. Und wenn ich bei euch als Arschloch durchspiele, die Hans verdient. Keine Wüsten. Das war die erste. Man muss nur richtig machen. Passiert auch nichts. Zack, weg. Juckt mich nicht. Der Part ist scheiße. Ja, mein Tor steht offen wie ein Scheunentor. Nein. Ja, ich bin am Ende. 16. Spieltag. So. FC Southampton.
Mache ich mich ja auch wieder für die zum Clown. Auf geht's, 60er später. Da ist Konzentration. Anderson, Boden. Macht mit Trier. Hatte ich nicht so ganz unter Kontrolle seinen Körper. Ryan Giggs ist der Saisontreffer. Ja! Der Pfosten verhilft ihm. 1:0. Also aufpassen, wenn da anfängt einer zu starten. Das habe ich jetzt gesehen. Nun ist er im Abseits. Unnötig, dass du den abräumst. Hat doch Abseits gepfiff. Mich gerade gelb Katrin. Bin ich knallhart. Der sich jetzt in die falsche Richtung. Die Richtung habe ich doch gar nicht gedrückt. Kann ich auch rausnehmen. Kein Problem. Wir haben sowieso auf Lebenszeit bei mir Verschiss. Da, warum läufst du nicht? Ich drücke Z. Die Premier League Hardware habe ich gedacht. Aber es wäre schon mit einer Verteidigung, die ich nicht verteidigt. Oh. Gebe ich den jetzt noch selber eine Vorlage? Ist doch geil. Kakawa. Carrick. Oh. Was macht der hier? Linker Innenverteidiger. Was macht er hier im Zentrum, während die Angriff haben? Durch Gottes Willen jetzt wieder, sondern mir geht es um die Art und Weise, wie ich sie fange. Immer die ein und selben, dass ich nichts dagegen machen kann. Weil ich jetzt nicht volle Lotte nach links spielen konnte, rechts. Der hat wieder jetzt ganz woanders hingespielt, der Torhüter, wo ich ihn gezielt habe. Also ich habe gestern Super Mario Galaxy 2 gezockt, privat. Und da habe ich keine Probleme mit der Steuerung gehabt.
Also muss ja hier ein Fieber liegen. Ist einfach schwach. Ich hol das Möglichste raus, aber was geht, geht nicht. Es tut mir leid für euch. Aber es ist ja bald vorbei. Schön. Und machst es natürlich mit. Zu arrogant. Und 3-1. Nee, Schiri hilft. Auch jetzt wechselst du aus. Ist auch immer so ein Ding. Die Nachspielzeit noch auswechseln. Um Zeit zu schinden. Gerade bei Southampton jetzt. Wenigstens. Also im Allgemeinen. Müsste man auch mal verbieten. Ja, das, wofür er die Zeit braucht, draufschlagen. Es klappt mal ein Lupfer! Fiddle! So, 4-0 Sieg. Ja, am nächsten kriege ich dann wieder einen. Ist logisch, ne? Boah. Manchester City. So. Knaller. Drei Spiele vor Hinrundenende kommst zum Knaller. Gegen Manchester City, das Stadtduell. Mal gucken, wie übel ich aussehe. Oder vielleicht geht ihr mal einen Ruck wieder durch. Wie gegen Chelsea. Also dann auf geht's. Aber geil. Das sind die Spiele, auf die ich gewartet habe. Komm schön drauf, auf den Ball führen. Jawohl. Jetzt Steilpass zu Rooney. Komm, beweg dich doch mal ein bisschen schneller. Great Rooney! 1-0! Ja, guter Schuss hat er ja. Eine Ausdauer? Oder ein Sprint? Wie ist. Bin ich hier im Fieber? Um das zu beurteilen, sehe ich den zu wenig. Ob er in echt auch so ist. Das müssen die dann beurteilen, die die Premier League verfolgen. Herrick. Schön, den Ball vom ausgerettet. Schön. Ich hätte gedacht, so lange habe ich doch jetzt gar nicht auf A gedrückt. Ich habe nur ganz kurz gedrückt. Trotzdem kommt der Heber raus. Das war jetzt richtig. Fletcher, Schuss, gut. Naja. Ja, gut, ja, drin. So. Irgendwie ist meine Stimme schwächer geworden, oder? Und dann immer diese Hinterherlauferei. Und davor werden wir so verteidigen und ich kann nichts dagegen machen. Right, Rudy! Den halt es so, als wäre das ein Klacks gewesen. Mensch, steigt doch mal zum Kopfball hoch. Zwei 0.
Und da ärgert sich der Keeper. Ich glaube so nach dem Motto, den Tor hätte man jetzt nicht drin gebraucht, so kurz vor der Halbzeit. Fernandinho verliert den Ball. Ich habe nichts getrunken. 3-0! Für die Großen mache ich immer so eine Hilfe. Weil die etwas kleineren kriege ich immer ein. Aber es ist ja noch eine Halbzeit zu spielen. Ich hatte eben auch gedacht, ich würde es zum zweiten Mal hintereinander schaffen, die Null zu halten. Aber ich habe gesehen, was dabei rauskam. Ich konnte mal wieder einstecken. Oh, was sind das für Steilpässe, Carrick? Ich hol dich gleich raus, ey! So schlampische Pässe! Stoppt der Schiri mich! Fix. Carrick! Der Schluss war jetzt gut. Nix zu meckern. Einwurf. Abgefälscht. Ecke. Multitasking-Talent. Rooney. Oh, der den Pfosten. Dicks. Bewege ich auch noch ein Stück nach rechts, damit der Ball ankommen kann. Ihr seid euch so geht wie Mario Gomez, dass ihr euch doch wund liegt. Beziehungsweise wund steht. Ihr liegt ja nicht. Ich gleich wieder am Botte. Oh! Mein Keeper hat gehalten. Wow! Komm raus damit. Jo, ist bald bis jetzt sichern und jetzt ab nach vorne. Alles rüber. Zum Raphael. Kicks. Probieren wir ein Zentrum zu kriegen. Jawohl. Kakawa, komm. Bleib dran. Das ist dein Ball. Der hat ja gar gesafft. Ups, du gelupft. Smelling. Ist ausgewählt. Oh, bringt hier nichts. Komm, Carrick. Och, Gigs. Scheiße. Ich krieg die kurz. Gigs. Carrick. Kagawa. Schießt einen Keeper an, der erschrickt sich. Rooney. Fletcher. Kann ich köpfen. Wie du hättest jetzt geschossen. Das war kein Schuss, das war ein Elend. Und 3-0. Die 0 steht zum zweiten Mal hintereinander. Mal gucken, ob ich im nächsten ein Weltwunder vollbringe. Ein Hattrick in Nullern. Aber mal gucken. Der vorletzte Spieltag der Hinrunde. Der 18. Spieltag. Zu Gast bei Hull City. Die Tiger kommen. Ah, steht hier sogar ohne am Poppen.
The Tigers. Nee, ASC Hull City. The Tigers. Die Tiger kommen. Guck mal, was ich verputzen kann. Anpfiff! Gastgeber beginnen. Los, in Zweikampf. Jawohl, Barber. Rain Rooney. Trickst den Innenverteidiger nicht. Oh doch. Carrick! Tor! 1-0! Es hat mal funktioniert. Das lässt mich doch hoffen für die Partie. Vorrücken, Andersen. Evans, Andersen, Fletcher hilft. Guter Schuss. Lindegaard, mein Keeper, oh, die Flasche. Kagawa. Ray Rooney. Ja! Woll! Da hatte ich schon ein Gefühl, dass der geht. So, 15 Minuten. So kann's doch weitergehen. Komm, rück aus. Mach auch mal was für die Defensive. Sowas zum Beispiel. Aber nicht gar nicht, der Rooney. Kannst ja nur der Carrick gewesen sein. Jawohl. Probier's! Aber nicht schlecht. Der hat Effekt. Noch ein bisschen mehr Power. Könnte zumindest ein Snake draus werden. Anderson. Evans. Jost Melling. Gehen wir auf die linke Seite. Büttner. Shinji Kakawa. Anderson. Carrick. Ray. Rooney. Ohne Probleme zum 3-0. Und der Innenverteidiger von Hull City schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Halbe Stunde gespielt. Hoa. Ich darf den ja nicht so faul. Der gibt direkt rot, der Drecksack. Oh, wieso? Ich wollte mit dem Carrick Steilpass machen. Aber plötzlich war mein Innenverteidiger ausgewählt. Warum? Null Ahnung. Oh. Beende mal das. Schön. Andersen reagiert besser als Carrick. Warum nicht zum Andersen gespielt? Da habe ich auch hingezielt. Nee, in FIFA 15 auf dem PC kann ich wesentlich besser passen. Sieht auch nicht so nah am Elend aus. Da kriege ich da hin und wieder ein. Aber nicht so wie hier. Alter. Wo schießt denn der hin? Mitten in die Pampa. Und Halbzeit. Halbzeit 2. Bei mir beginnt. Dann mal los. Da kommt ein Stolper. Jetzt hat er sogar noch den Ball. So. Zu träge für einen One-Touch-Fußball. Ich probier's einfach. Hat zwar keinen Sinn, aber Erfahrung reicher. Ray Rooney hämmert an die Latte. Und Hull City wechselt. Der Graham kommt. Rain Rooney scheitert am Keeper, am Tigers Keeper. K.
Kakawa! Scheide mit dem Kopf war nach Ecke von Rudy an der Latte. Oh. Er hat mich jetzt wieder. Aber Konzentration. Für das! 4-0! Wayne Rooney! Oh! Ein anderer Jubel! Er hat auch mich gehört. So wie es aussieht, scheint es doch was werden zu werden im Menü. Aber nicht, dass ihr im nächsten Spiel jetzt kommt und wieder einen kassiert, ne? So gut wie es geht vermeiden. Mein Traum nach einer Saison ohne Gegentor zu verbringen, hätte ich wahrscheinlich nie erfüllt. Anderson, Mann. Aber hier jedes Spiel zu gewinnen ist wirklich nicht schwer. Auch auf schwer nicht. Erinnert sich nicht viel am Schwierigkeitsgrad hier. Ist halt ein Wii-Spiel. Mir brauchst du. Ist jetzt nichts abwertend, es geht wie um Gottes Willen. Ich liebe die. Ist ja auch eine Nintendo-Konsole. Aber ich glaube, auf der Wii ist das halt ein bisschen einfacher gehalten. Ey, dass mir eine Kinderkonsole sollte sein. Aber ich bin 28. Oder am Donnerstag Geburtstag. Ja. Ich spiele Nintendo seit Super Mario Bros. 3. Da kam ich das erste Mal damit in Berührung. Natürlich ist meine Schwester und Schwager, Gameboy. Ja. Ein Leben lang Nintendo. Für mich ist auch Treue wichtig. Das wäre jetzt das dritte Spiel in Folge ohne Gegentor. So wie habe ich noch nie in dem Part geschafft. Und wir sind noch nicht fertig. Doch, wir haben es geschafft. Jawohl. Noch zwei Spiele. Die will ich alle 2-0 spielen. Wäre doch ein versöhnlicher Abschluss. Aber mal sehen. Unser letztes Spiel für die Hinrunde. Spieltag 19. FC Liverpool. So. Die erste habe ich ja gedacht, schade. Das letzte Spiel in England gegen Liverpool. Ich hätte mal für den letzten Spieltag. Ich sag mal, Liverpool ist jetzt nicht schlecht, aber ich hätte sowas wie Chelsea, Arsenal gehabt oder Man City. Aber dann ist es mir ja eingefallen. Liverpool spielt doch an der Anfield Road. Gibt es eigentlich geileres, eine Saison beenden an der Anfield Road? Nee, oder? Das ist doch geil, so schön am Abschluss, so geiles Stadion. Vor allem eins, was Gänsehaut bringt. Vor allem denn ihr Stadionhymne. So, aufpassen, die sind anscheinend gut drauf. Aber ich trübe jetzt mal denn ihre Stimmung. Wo kommt der Keeper raus? Was machst denn du schon hier? 1-0. Hast du schon schätzt? Stephen Shearer. Ihr hört jetzt doch die Saison auf, gell? Hier spiele ich schon 15 Meter. Liverpool. Mann! Halt den Fecht! Red Rudy. Vergeigt den Ball. Dabei ist der Spauz geflogen.
als zum Kiefer gebrüllt habe, halte ich. Rain. Rooney! 2-0! Vielleicht die Liverpooler mal gerade gezeigt, dass es hier nichts sollen geht. Vielleicht in ihre Hoffnung im Keim erstickt. Oh nee. Locker leicht in die untere Ecke versenkt. Da. So. Sagen wir das Aschenbuch. Gibt es so viel Arbeit? Wollt ihr das? Gibt's. Hat probiert. Carrick hilft. Raphael Stellner. Jawohl. Kein Einwurf. Jawohl. Da. Rooney ist allein, weil Carrick irgendwo rumläuft, wo er nicht soll. Stellen. Jawohl. Wenn es finaler Pass, aber nicht zum Gegner, bitte. Ah, jetzt schlecht schon, ja. Jetzt kann ich noch mal hochkommen. Jetzt ist mir gerade in die Hose gerutscht. Lange Kopper ist gescheitert. Michael Carrick scheitert am Knie des Gegners. Das Knie wird mein Vater. Oh. Das wird ein Freistoß. Zu Recht muss ich sagen. Tun die Haxe jetzt weg oder was? War ja nicht so schlimm. Aufsteigende Tendenz. Wir nähern uns dem vierten Spiel in Folge ohne Gegentor. Aber konzentriert bleiben mit Überknappwind. Ich bin zwar Fan vom FC Bayern, aber ich muss ja nicht so spielen. So selbstsicher, so arrogant. Ich hab's geahnt, dass wir am Freitag verlieren. Ganz ehrlich. Wie ich das Interview von Thomas Müller gelesen habe, hier mit dem Trainingsvergleich, wie schwach die Bundesliga ist, da habe ich schon gehofft, hoffentlich kriegen die mal einer auf das Sack. Das als Fan von FC Bayern ist so. Aber denen hilft das nicht. Ich kann irgendwie das Gefühl, dass Wolfsburg diese Saison Meister wird.
Die sind gut drauf. Machen wir noch eine Ecke. Ich mach diesmal eine kurze Ecke. Spiel nach drinnen. Dann renn damit! Ja, kennt euch. Ist jetzt eh Schluss. Damit ist die Hinrunde beendet. Da sind es noch 19 Spiele in England. Jetzt haben wir noch eine Partie vor der Brust. Das heißt, wir starten sogar noch in diesem Part in die Rückrunde. Ist doch geil, oder nicht? Ich finde schon. Also dann 20. Spieltag. The Last Game. Start in die Rückrunde. Wir sind zu Gast bei Stoke City. Und was ich geil finde an Turniermodus, dass man dieselbe Rückrunde spielt wie die Hinrunde. Was? Die Potters? Was macht Harry Potter hier? Packen wir die 5. Packen wir einen versöhnlichen Abschluss. Wir werden es in den nächsten 90 Minuten sehen. So. Komm, wir verlieren erstmal den Ball. Muss auch mal mutig sein, auch wenn es daneben geht. Komm, Gigs. Helft dem auch einer Fletcher, jawohl. Rain Rooney. Carrick hat angezeigt, er möchte angespielt werden. Machen wir Pamela. Ich spiele rüber. Das ist völlig offen. Rooney, kein Abseits. Keeper war noch dran mit der Hand. Ecke. Ja, gut. Komm, renn damit. Oh, schade. Kagawa. Wieso drehst du jetzt ab? Sagen wir, spielen hier Kopfball Ping-Pong. Ecke. Und der Keeper rost mit seinen Vorderleuten. Carrick, köpfe doch den und nicht in die Luft der Keeper. Warum schenkt er denn jetzt Freistoß? Weihnachten ist ein paar Wochen her. Kennt nichts mehr zu schenken. Carrick. Rain Rooney! Da ist die Führung! 1-0! Ich konnte sich ja Kagawa beim Endo gar nicht durchsetzen, ne? Rooney. Ah, schade. Carrick. Ist allein auf sich gestellt. Schafft aber den Pass zu Rooney. Shinji Kagawa. Wieder zum Flankengott. Nein. Oh, oh, oh. Gut, dass er nicht eingeschlagen hat. Jetzt hatte ich doch etwas Muffensause. Oh, oh, das ist ein Himmelfahrtskommando. Abfangen. Anderson. Kagawa. Zu Rain Rooney. Und Halbzeit. Noch Annie. Also in der müssen wir alles geben. Voll konzentriert weiter spielen. Gigs. Schade. Da kann man nicht ändern. Anderson, Carrick. Ray!
Rooney! 2-0! Schön festhalten. Ich halte jetzt mittlerweile die Luft an, wenn die anfangen zu schießen. Carrick. Steilpass zu Rooney. Oh, Rooney. Oh. Komm, Carrick, rück doch mal mit. Uff! Noch ein bisschen schneller. Wir sind hier in der Premier League. 3-0. Geht doch. Keeper und Pfosten verhindert den Einschlag zum Viertel. Aber entkommt der Büttner. Wird schon etwas deutsch an, oder? Wir hatten Ü. Natürlich ist das deutsch. In der Englischsprache gibt es kein Ü. Muss ich mal googeln, ob das ein Deutscher ist. Ein Deutscher beim Menü. Komm, steht. Oh, die Türkei haben sie auch. Hier im Englischen? Nee. Rain. Rooney. So, da habe ich es doch geschafft. 5 Spiele in Folge geschafft. Nicht, dass du jetzt noch viel kommt. Der Schiri wird jetzt abpfeifen. Ich war auf dem Plus-Tipp, hier natürlich auch. So, das war's. 5. Spiel in Folge ohne Gegentor. Haben wir da noch einen schönen Abschluss hinkriegt. 5-0 gewonnen. Man jetzt spielt 20 Spieltage geschafft, sind es noch 18 Spiele. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Let's Play FIFA 14 Part 37. Ich hoffe, dass wir uns im Part 38 wiedersehen und hören. Bis dann und tschüss.